Hey Freunde, was geht? Vorweg sage ich gleich, ich mache den Take da, ich nehme das schon, wenn ich drei oder viermal auf, aber ich krieg's einfach nicht zustande, ich krieg's nicht hingebacken, dass ich ein Video mache. Und es ist ja eigentlich so einfach, ich will einfach euch sagen, wie es mir geht, was ich gerade so mache. Und ich tue mir so schwer, dass ich das Video mache. Seit meinem letzten Schub ist mein Selbstbewusstsein wieder ein bisschen verringert. Und darum habe ich mir jetzt vorgenommen, ich lasse einfach laufen und im Notfall schneide es zusammen. Aber ja, mit der Schizophrenie, ich habe zwar Symptome, auch visuelle, die klassischen, die ich immer. Und ja, wenn ich mich konzentriere, habe ich noch andere leichte. Hin und wieder habe ich noch Albträume. Aber es wird besser. Jetzt werde ich wahrscheinlich bald die Haldol absetzen, also ausschleichen mit der Ärztin. Jetzt kriege ich noch einmal normal gespritzt und dann werden wir das reduzieren und nur mit die Leponex und Trivicta fahren. Das ist wichtig. Das ist übrigens mein neuer Kasten. Mein neuer Kasten habe ich schon aufgebaut und ein bisschen dekoriert. Mit meinem Papa habe ich das gemacht. Aber ja, es ist ein bisschen Real Talk, ein bisschen Vloggenmäßig. Ah ja, ich will jetzt wieder Wochenvlogs machen. Vielleicht sogar schauen, dass ich mehr rumkomme. Das einzige Problem ist beim Vloggen, ich bin eher zu Hause jetzt und ich habe halt die Befürchtung, dass ich nichts Spannendes mache zum Vloggen. Ich meine, probieren kann es auf jeden Fall. Kochvideos will ich wieder machen, die kommen eh gut an. Manche mögen es, manche nicht, aber ich bin sehr vielseitig auf meinem Kanal. Und da, ich mache schon wieder das mit dem Fuß wackeln. Das habe ich erst wieder seit den Haldol. Aber ja. Ich glaube, ich muss gar nichts schneiden. Der Take gefällt mir, ist jetzt so ein bisschen mit der Community quatschen. Also gut, ich schaue immer in die Richtung, weil da ist der Bildschirm, da ich mich selber sehe. Aber eigentlich will ich da reinschauen, da ich euch Zuschauer da anschaue, direkt mit meinen Augen. Und ja, auf jeden Fall machen wir weiter. Schizophrenie geht dabei, da war es ganz gut. Stabilisierungsphase halt noch. Autofahren darf ich immer noch nicht. Darum will ich ja die Medikamente auch reduzieren, dass das wieder besser geht. Zurzeit schlafe ich sehr lang, aber ich schaue jetzt, dass ich Härte-Challenge mache, dass ich wirklich um 7 aufstehe und auch vlog. Also, wenn ich es gut mache, dann drehe ich morgen um 7 einfach die Kamera auf und beginne den Tag. Und das will ich ja schaffen. Gut. Jetzt mache ich einen kurzen Schnitt, dass ich gerade nachdenken kann, weil ich gerade gesprochen habe. Und dass ich das nicht unnötig in die Länge ziehe. Also, ciao. Okay. Ich glaube, ich habe nichts mehr zu besprechen. Außer, dass mir eigentlich ganz gut geht. Ich schaue, dass ich wieder mehr ins Tun komme, ins Machen. Trainieren tue ich übrigens auch wieder, aber ein kürzeres Programm, vielleicht zeige ich euch einmal die App oder schreibe es euch, für die es interessiert. Das ist halt jetzt ein leichter Plan, da gibt es mehrere Pläne, da habe ich mir gekauft, die App für ein Jahr. Ist ja wurscht, wenn es mich interessiert, schreibt es das in die Kommentare, dann sage ich es halt noch einmal. Mich interessiert es gerade nicht, aber ich mache auf jeden Fall Sport. Das ist eine Kernaussage. Und ja, muss wieder mal rauskommen. Das haben wir auch vorher besprochen, dass ich nicht so oft rauskomme. Aber ich bin ja noch in einer Stabilisierungsphase und ich tue mir so schwer beim Vloggen dabei. Ich tue mir einfach so schwer. Ich weiß nicht. Ich arbeite schon an meinem Selbstbewusstsein, wie an meinem Selbstwert und alles. Da bin ich eh gut dabei, weil ich habe ja schon meinen Rückfall gehabt, den größeren, wo ich auf minus 1000 war. Und jetzt hätte ich ja nicht, dass ich noch tiefer fallen kann oder sinken kann. Ich habe es dann trotzdem geschafft. Das ist ja der Arsch. Nie wieder Drogen. Das verspreche ich mir auf jeden Fall. Außer Alkohol und vielleicht Nikotin. Aber ja, keine Ahnung. Wenn ihr irgendwelche Sachen habt, Fragen habt und so, schreibt das einfach in die Kommentare, dann mache ich ein extra Video dazu oder schreibt es euch. Und ja, mir fällt eigentlich ehrlich gesagt auch nichts mehr ein. Mein Zimmer habe ich ein bisschen aufgeräumt. Die Wand werde ich auch einmal streichen, das habe ich auch gemalt in meiner psychotischen Phase. Ich meine, ich finde es nicht so schlimm, aber irgendwie. Das hätte eine Blume des Lebens werden sollen zum Beispiel.
Aber irgendwie hat es dann mit den Farben nicht geklappt, dann ist es irgendein Mischmasch. Ist ja wurscht, Leute. Ich schaue, dass ich wieder regelmäßig Content mache. Und auch Wochenvlogs und andere. Also, wenn es gut rennt, kommen zwei Videos in der Woche. Ich ziele auf drei ab irgendwie, die ich wieder so Serien mache. Oder kurzzeitige Serien, man muss ja nicht jede Woche dasselbe machen. Aber schauen wir mal, das steckt alles noch in den Kinderschuhen, da muss ich noch planen. Und jo, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Und haut rein, Leute. Ciao.